Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen zur Produktregel. Die Produktregel, die verwendet man immer dann, wenn man das Produkt zweier Funktionen ableiten möchte. Ja, und wo kommt die Produktregel beispielsweise zur Anwendung? Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Es lautet, f von x ist gleich Wurzel x mal, Klammer auf, 4x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 5. Und da sieht man jetzt schon, das ist offenbar das Produkt einer Wurzelfunktion und einer Potenzfunktion. Und um das abzuleiten, da braucht man, wie gesagt, die Produktregel. Und weil die so wichtig ist, blende ich die mal oben drüber ein und lasse die auch die ganze Zeit über eingeblendet. Und zwar heißt die, wenn man die Ableitung von u mal v bilden will, dann bildet man u'v plus uv'. Und jetzt ist die einzige Aufgabe, die man noch hat, neben dem Ableiten, dass man sich entscheidet, welcher Teil soll u sein, welcher soll v sein. Und das mache ich mal. Ich sage, der erste Teil, der Wurzelteil, das soll u sein und der Potenzfunktionenteil, der soll v sein. Dann kann ich eigentlich schon anfangen, die Regel oben drüber anzuwenden und jetzt zunächst mal mir zu überlegen, was ist u'. Das heißt also, wir müssten jetzt Wurzel x als erstes ableiten. Ja, und wenn Sie vergessen haben, wie man Wurzel x ableitet, da hilft die Regel zum Ableiten von Wurzelfunktionen. Und die packen wir mal hier oben hin. Und die lautet, also Wurzel x, da kann man ja auch für schreiben x hoch 1/2. Und die Ableitung davon, die ist Exponenten nach vorne, 1/2 mal x hoch im Exponenten ein abziehen, also minus 1/2. Oder noch anders geschrieben, 1 durch 2 mal Wurzel x. Okay, das heißt also, die Ableitung haben wir, gehen wir wieder zurück und setzen ein u'. Das heißt, u' hatten wir jetzt schon mal 1/2 mal x hoch minus 1/2. V können wir jetzt einfach abschreiben, brauchen wir nicht ableiten. Also 4 mal x hoch 3 plus 2x² plus 5. Und jetzt plus und dann u abschreiben, das ist Wurzel x. Und jetzt muss man noch v ableiten. Und wie leitet man Potenzfunktionen ab? Ist eigentlich ganz einfach, aber falls Sie es vergessen haben, packen wir die Regel hier drunter, Ableitung von Potenzfunktionen, x hoch a lässt sich ableiten, a nach vorne ziehen, a mal x hoch a minus 1. Okay, also das können wir machen, v ableiten, dann bleibt da hinten noch stehen 12x² plus 4x. Super, das ist schon die Ableitung und das ist ein Beispiel gewesen zur Anwendung der Produktregel. Ich habe noch ein zweites Beispiel, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, und zwar g von x, nächste Funktion. Und die lautet ln x mal 2 hoch x. Okay, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus, weil hier haben wir zuerst eine Logarithmusfunktion, ln x, und dann noch eine Exponentialfunktion mit 2 hoch x. Aber ganz entspannt, ist auch nur ein Produkt aus zwei Funktionen, kann man also auch mit der Produktregel ableiten. Ich nenne ln x jetzt u und 2 hoch x v und dann wende ich das an, das heißt, ich muss jetzt als erstes u ableiten, also was die Ableitung von ln x. Da brauchen wir eine neue Ableitungsregel. Packen wir hier drunter ln x, Ableitung 1 durch x. Alles klar, wieder zurück. Das heißt, haben wir 1 durch x ist u' mal v einfach abschreiben, also 2 hoch x und dann plus und jetzt einfach u abschreiben, ln x und jetzt muss man noch v ableiten. Und wie leitet man so eine Exponentialfunktion ab, 2 hoch x? Mit der Ableitungsregel für Exponentialfunktionen. Genau. Und die packen wir hier unten drunter. Ableitungsregel Exponentialfunktion a hoch x abgelitten a hoch x mal ln a. Okay, haben wir alles, was wir brauchen. Wieder zurück und tragen die letzte Ableitung ein. V' wäre dann 2 hoch x mal ln 2. Ist die Ableitung komplett. Meine Damen und Herren, das war schon die Einführung in die Produktregel zum Ableiten von Funktionen, die aus einem Produkt bestehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.